So, jetzt ist viel wenigstens mal aus meiner Baugrube raus. Könnten wir theoretisch das Risiko eingehen, hier den Zaun hinzubauen, aber nee, weil das ist immer noch hier. Hau ab, du! Ich sag dir das im Guten. Verschwinde von meiner Baustelle und sieh zu, dass du dort bleibst, du Bissnelke. Naja. Jetzt geht's wieder los. Weißt du, jetzt bin ich aufgeregt. Mein Blutdruck steigt und ich mache prompt wieder nur Fehler. So, diesen Fehler jedenfalls habe ich das letzte Mal gemacht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Hühner! Ihr Arschgeigen, hallo! Fange direkt mal so ein bisschen hier an. Weil, wie gesagt, nochmal mache ich die Scheiße nicht durch, dass mir alle Viecher hier entfleuchen. Na, das fällt hundertprozentig ins Loch, wenn ich das jetzt wegmache. Geht mal ein bisschen hier beiseite, ihr Kumpels. Weg. Kann man einfach nicht wegschieben. Die sind viel zu klein. Ich habe jetzt auch keine Samen dabei. Weg. Ja, ich meine, notfalls muss es halt sterben. Weg. Du auch, weg. Weg hier. Das ist Baustelle. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Weg. So, okay. Das war ungefähr der Plan. Sah extra scheiße aus, aber es war wenigstens das, was ich wollte. Dass mir ja keins der Viecher durch die Rippen geht. So, in diesem Sinne wird uns. Ne, doch nicht. Wir haben ja noch genug. Ich wollte gerade sagen, wird uns das Holz ausgehen. Aber wenn wir so weitermachen, auf jeden Fall. Wird uns eher die Axt noch vom Leibe fallen. Okay. So, und jetzt wieder bemessen und berechnen. 1, 2, 3. Das heißt, hier kommt die Tür hin. Und 1, 2, 3. Genau. Okay. Okay. So, zack und zack. Super. Mit den Kühen können wir das wieder machen, weil die passen nicht da unten durch. Das ist Gewissheit. Wenn jetzt die Kuh hier rauskommt. Alter, ich glaube wieder an den Weihnachtsmann. Naja, die steht da ein bisschen kacke gerade dahinter. Ich mach's jetzt direkt mal so, aus Angst. Okay, hat funktioniert. So, auch ihr behindert die Baustelle, bitte verschwindet. Notfalls kriegen sie alle eins mit der Schaufel in die Beine. Das war Nummer eins. Wenn ich hören will, muss fühlen, Freunde. Ihr wisst das. Ja, ich baue der Kuh hier die Bretter auf den Kopf. Blödes Tier. Hau ab hier. Mistviecher. Da steht schon wieder eine in der Ecke und gafft. Glaub, ich spinne. Sie da! Gehen Sie woanders hin. Ich bitte Sie darum. Sie befinden sich in Lebensgefahr. Sie befinden sich in Lebensgefahr. Tolle Wurst. Dumm wie Brot. So. Und jetzt könnten wir anfangen, ein bisschen Dach zu bauen. Also, wie machen wir's? Machen wir's 3 hoch oder 4? Ich bin ja fast dafür, es 4 hoch zu machen. Weil 3, weiß ich nicht, sieht immer so eingekerkert aus, oder? Muss ich mir mal überlegen. Das war geplant. Muss so sein.
Auf die Art und Weise konnte es auch nicht gehen, wenn ich hier einfach versuche, über die Tür drüber zu latschen. Völlig klar, wenn ich mir selber schon wieder die Kontraproduktivität in den Weg stelle. So, aber... Ja. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Macht mich ein bisschen stutzig. Vorhin so eine Anfrage bei Facebook bekommen. Und ich bin ja ein Mensch, ich nehme grundsätzlich eigentlich nur Anfragen an. Von Leuten, die ich auch wirklich kenne oder zumindest flüchtig einmal gesehen habe. Oder zumindest mit ihnen gesprochen habe. Ich bin mir absolut nicht im Klaren, wer diese Person war. Fragst du, kennen wir uns? Und die Antwort, na klar. Ich weiß aber immer noch nicht, wer es ist. Coole Scheiße. So, ich bin übrigens mir im Klaren, dass die Deckenhöhe doch nur 3 Blöcke betragen wird, weil einfach ich sonst zu viel Holz hier verknauser und ich habe ja gar nicht mehr so viel. So, das heißt, ihr leicht gestrickten Viecher, ihr kriegt jetzt gleich ein Dach über den Schädel. Allerdings wird das nicht das Coolste sein. Aber Hauptsache, ihr könnt mal irgendwo abhauen, mal untertauchen, wenn euch die Gefährten auf den Sack gehen. Herr der Ringe, die Gefährten, ne? So, ich hätte gerne morgen. Nee, nicht Weather, sondern... Was? Habe ich den Schrägstrich vergessen? Okay. Wir haben es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uhr. Und es ist Tag. Ach, hier habe ich schon. Okay. Ich würde das fürchterlich gerne im Flugmodus machen. Aber das wäre schon wieder zu viel des Cheatens. Möchte ich jetzt nicht. Ich mache einfach mal so weit, ich komme mit meinem Holz. Und dann gucken wir mal weiter. So, das heißt, die kriegen jetzt erstmal so einen kleinen Balken hier, damit es so aussieht, als ob... Was machen die denn da? Die klotzen mir ernsthaft beim Arbeiten zu. Geht selber arbeiten! Scheiß hart! Ich möchte mir keine Feinde machen. Scheiß Halunken, wollte ich sagen. So, das war's. Gehen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Nicht so. Sondern vielleicht so. Alter! So. Ich bin gerade echt am Überlegen, wer das tatsächlich ist. Das Ironische an so einer Sache ist, es sind immer Leute, die kennen auch Leute, die ich kenne. Und davon sogar nicht zu wenig, sondern es sind, glaube ich, 20 gemeinsame Freunde oder so. Und ich denke mal, hallo? Kennen wir uns wirklich? Weißt du, und dann ist das noch so ein Fake-Name. So ein Fake-Name einfach. Wo dir nichts dazu einfällt. Wo du einfach nur denkst, hä? Was einfach keinerlei Verbindung hat mit dem richtigen Namen. Klar, Facebook ist drauf und dran, hier alle Leute anzuschreiben, die einen in ihren Augen fiktiven Namen besitzen bei Facebook, die sich doch bitte richtig benennen sollen. Es gab tatsächlich Leute in der Liste, denen das widerfahren ist, wo Facebook gesagt hat, du schreibst deinen richtigen Namen rein, bestätige bitte deine Identität. Ja, und dann musst du das machen. Leute, die nur die ersten zwei Buchstaben vom Nachnamen haben oder überhaupt nur die ersten zwei Buchstaben von Vor- und Nachnamen oder die einfach mal Nachnamen haben wie Butterkeks oder Löwenzahn. Gibt's ja tatsächlich. Ich meine, klar, Datenschutz groß geschrieben, aber Facebook mag das nicht so. Die wollen natürlich wissen, wie du heißt und wo du wohnst und wie oft du am Tag Kaffee trinkst. So. Damit wäre dann mein Holz vorbei und auch die Folge. Juhu!